Ja, moin zusammen. Ich befinde mich hier im Mercedes-Benz Kundencenter hier in Bremen und ich erwarte jetzt gleich den Carsten. Der Carsten hat mich angeschrieben und hat mich gefragt, Mensch Stefan, hast du nicht mal Bock mit dabei zu sein? Ich habe einen EQC bestellt und den wollte ich abholen. Ja, und wie das bei Mercedes so ist, werden Mercedes-Fahrzeuge nicht im Hafen abgeholt, sondern natürlich in einem Kundencenter. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt am Ball. Ja, Carsten, erster Eindruck? Ein Träum. Du siehst das Auto gerade das erste Mal. Dein EQC? Mein EQC. Kamera, die dritte tatsächlich. Also das erste Mal war kein Ton da, das zweite Mal war kein Bild da. Jetzt sitzen wir das dritte Mal hier mit dem Carsten aus Brandenburg an der Havel. Ja, Carsten hat mich tatsächlich über meinen YouTube-Kanal angeschrieben, genau. Und hat gefragt, Mensch Stefan, hast du nicht mal Bock irgendwie, ich hole meinen EQC ab in Bremen? Das hast du ja bewusst so eingestellt, schon vorher, bevor wir uns kannten. Genau. Und hättest Lust, mich zu begleiten? Ja. Genau. Und wir kennen uns tatsächlich gar nicht. Wir haben uns heute das erste Mal persönlich kennengelernt. Ja. Er sagte, er kennt mich schon seit gefühlt Jahren und ich konnte das halt nicht wieder. Aber so ist das nun mal, wenn man YouTube macht. Ja, Carsten, also erstmal schön, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Und danke. Und ja, jetzt wollen wir mal eben ein bisschen miteinander schwätzen. Genau. Warum Mercedes, warum EQC? Warum Mercedes, warum EQC? Lange Geschichte. Vor 4 Jahren habe ich hier schon mal ein Auto abgeholt, eine C-Klasse, Plug-in Hybrid. Und damals war von Mercedes noch kein elektrischer in Sicht, deshalb dieser Plug-in Hybrid. Und hatte dann in der Zwischenzeit so verschiedene Autos mir auch schon angeguckt, klar, die von Mitbewerbern, von Tesla und so weiter, dass man da schon mal ein bisschen mal geschaut hat, war für mich aber nicht so diese Alternative, muss ich ganz ehrlich so sagen. Warum hast du deine C-Klasse genommen vor 4 Jahren? C-Klasse deshalb, weil das zum damaligen Zeitpunkt das Auto war mit einer Hängerkupplung. Ach, okay. Ich hatte damals zur Probe hatte ich von Tesla das Model S gehabt. Das Model S konnte man mit keiner Hängerkupplung ausrüsten zum damaligen Zeitpunkt. Und das Model X gab es damals noch nicht. Und deshalb, ich musste damals aber eine Entscheidung treffen und deshalb damals die C-Klasse. Mhm.
Und habe dann also in der Tat also 4 Jahre jetzt gelauert auf das neue Auto, die EQC von Mercedes. Und ja, warum nun EQC und warum auch Mercedes jetzt als solches? Ist im Grunde, ich glaube, das kann vielleicht der ein oder andere nachvollziehen oder verstehen, Mercedes hat mir in der Tat mal das Leben gerettet. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, einen Frontalzusammenstoß. Wir beide Partner waren mit ca. 60 km/h beide unterwegs und haben uns frontal getroffen. Das muss man mal eben vergegenwärtigen. Da fahren zwei Autos mit 60 km/h gegeneinander. Das sind also nicht 60 km/h gegen eine Wand oder so, sondern 60 und 60, das summiert sich. Das ist ein Aufprall wie 120 km/h. Richtig, richtig. Und der in Anführungsstrichen Gegner, die Frau, die mir da in den Gegenverkehr reingefahren ist, die, es war ein Golf gewesen damals, ein Golf 3, den hat es also komplett zerstört. Und ich hatte damals einen Mercedes, einen 124er. Und ich bin also ausgestiegen und ich war also körperlich unversehrt. Wobei die Frau hingegen, die war eben schwerst verletzt. Mhm. Ja. Und ja, deshalb trage ich also so emotional also hier dieses Mercedes-Gefühl in mir, wo ich einfach sage, okay, nein, ich will dann schon Mercedes. Mhm. Und ohne jetzt die anderen Mitbewerber, also Tesla, das ist ein tolles Unternehmen, in mir schlagen also wirklich in der Tat also zwei Herzen. Tesla, wir verbauen, ich bin in der Solarbranche tätig, wir verbauen die Tesla Powerwall und haben da also wirklich ganz viele positive Erfahrungen in dem Bereich. Aber wie gesagt, beim Auto, da ist eben diese Emotionalität, die eben da bei mir eine große Rolle spielt und deshalb freue ich mich also umso mehr, nun heute dieses Fahrzeug entgegenzunehmen. Ja, das werde ich ja gleich begleiten. Also wir gucken uns das ja gleich zusammen an. Dein erster Eindruck jetzt, wo du es schon mal gesehen hast? Ja, also muss ich wirklich echt sagen, das kann man sich ja vielleicht im Vorfeld gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe also dieses Auto in der Tat selbst wie ein Puzzlestück selbst konfiguriert. Und dazu muss ich eben sagen, die Bestellfreigabe von Mercedes-Benz war am 5. Mai letzten Jahres für den EQC. Und die Bestellung, meine Bestellung, habe ich am 7. Mai aufgegeben. Zuerst ja. Ich habe jetzt mal eben auf Uhr geguckt, weil ich gucken wollte, heute ist der 12. Februar. Das sind jetzt 9 Monate gewesen dann. Genau, genau, genau. Also so lange musste ich eben wirklich warten und war schon so ähnlich wie so ein kleines Kind vor Weihnachten. Da diese Vorfreude und dieser Bogen, der war schon gespannt wie so ein Flitzebogen. Und das ist die Freude dann natürlich umso größer, nun endlich das auch wirklich live zu sehen, was man sich selbst ausgesucht hat, sich selbst zusammengestellt hat. Und die erste Besichtigung, also einfach traumhaft, traumhaft, die Verarbeitung, besser geht nicht. Ich würde mal sagen, genau das gucken wir uns erstmal an. Das heißt, Carsten und seine ersten Eindrücke vom Auto sowie die Einweisung, da war ich dabei, durfte ich dabei sein. Also schönen Dank auch hier an das Kundencenter in Bremen, dass sie mir das ermöglicht haben. Und ja, da gucken wir mal eben drauf und dann sind wir gleich wieder zurück. Fast ein Dreivierteljahr drauf gewartet. Deshalb ist die Freude umso größer. Ja. Nee, sehr schön. Ganz toll. Nicht gerade die Mitte. Ja, jetzt macht er, weil du warst genau bei der Anhängerkupplung. Achso, so ein kleines bisschen nach links. Ja, ja, genau. Oder rechts. Oder rechts. Richtig. Okay. Und geht auch wieder zu. Dann genau. Ja. Ja. Ja? Wir stellen uns jetzt vor, du hast die Kiste Bier reingestellt und kickst wieder. Ja. So wollte ich das haben. Schön, ne? Das sind so die kleinen Dinge, die es ausmacht. Ich habe einfach schon mal das Ladekabel, die Einkaufsbox, Warndreieck, ich habe einfach erstmal unten alles reingelegt. Das ist der Kantenschutz, den Sie mit dem Flat einfach an die Wände machen. Okay. Also das haben wir alles so. Das Ladekabel ist das Ladekabel für da in der Ecke ist noch die Verbandstasche und vorne in der Tür liegt die Warnweste, sodass wir alles griffbereit haben.
alle anderen sind. Länger? Ja. Also, ihr habt einen schwarzen. Das ist das bequem. Hängerkupplung läuft, genau. Klappe geht auf, Kupplung kommt, Klappe geht wieder zu. Genial. Und solange wie er da oben noch blinkt, am kleinen Knopf, ist er noch in Betrieb. Mit der Fahrradtür können Sie die Hängerkupplung genauso ein- und ausmachen. Es muss nur jemand da sein, der den Anhänger anhängt. Einmal ziehen rein. Wir brauchen gar nicht halten. Genau, und jetzt hört man das schon. Klappe geht auf, Kupplung verschwindet, Klappe geht wieder zu. Sodass aber noch alles geschützt ist. Cool, ne? Wow. Ja. Sehr, sehr schön. Perfekt. Wir reden, wa? Hey Mercedes? Ja, bitte? Mir ist kalt. Ich stelle die Temperatur auf der Beifahrerseite auf 23 Grad. Mir ist nicht kalt. Ich kann aber auch mit der Hand wieder runterregeln. Aber wenn du sagst, mir ist warm, dann macht's das. Sie geht doch mal 1 Grad rauf oder runter, ne? Aber Carsten, hast gesehen, der erkennt halt auch wirklich, ob du Beifahrer oder Fahrer bist, ne? Eben habt ihr gesehen, ne? Ihr oder da erscheint immer was, ne? Ja. Du kannst ja mal zu ihr sagen, dass sie dich nach Hause fahren soll. Hey Mercedes? Ja, bitte? Fahr mich nach Hause? Es ist keine Heimatadresse gespeichert. Wollen Sie jetzt eine Adresse eingeben? Ja. Wie lautet die Adresse? In Brandenburg. Die Route wird berechnet. Ist doch genial, oder? Wenn du jetzt zu ihr sagst, koch mir einen Kaffee, sagt sie, diese Funktion ist nicht verfügbar. Wenn du aber sagst, ich habe Hunger auf Italienisch, sucht sie die Restaurants und dann kannst du aussuchen. 1, 2 oder 3, weiß der Teufel. Also echt genial, ne? Dieser Werbespot, ne? Willst du mich heiraten? Ja, genau. Der Hammer, ne? Noch läuft er auf TMC. Wir locken ja gleich das Handy ein und wenn du dann alles verknüpft hast, dann schaltet er gleich auf Traffic Live und dann siehst du auch, dass die Straßen alle grün sind. Außer natürlich da, wo die Probleme sind, da wird es dann rot. Oder gelb, wenn noch nicht so ein großes Problem ist, ne? Ist klar. Wir können ja mal in das Handy direkt koppeln, da musst du nur eben auf Bluetooth gehen. Eben die Einstellung ist noch einfacher, genau. Auf. So, Gerät verbinden. Jetzt suchen wir dich schon. Geht gleich los hier. Da ist er. Klack. Genau. Gleich fragt er dich ab. VUX, ja. Na, warte, koppeln. Erlauben. Perfekt. Drin. Hier, haben wir. Alles drin. Hier, Kontakte hast schon alles, ne? Cool. Ja, ist genial. Also, egal was du willst, entweder Touch oder sage es ihr einfach, ne? Wähle Büro. Hier, guck, Mercedes Mi fragt auch schon. Gleich kommt noch einmal weiter. Ist sie schon so weit? Guck, da haben wir es auch schon. Klack. Super. Kannst zwei Telefone parallel laufen lassen oder wie du das willst, ne? Wenn man jetzt eins beruflich, eins privat nutzen will oder so. Und hier haben wir die Ablage und NFC. So. Genau. Perfekt. Ja. Doch mal. Macht er. Hier, zeigt auch schon. Drahtloses Aufladen wurde gestartet. Okay. Zeigt er dir schon an, ne? Ist genial. So. Ja, super. Ne? Perfekt. Wenn du Musik drauf hast oder so, kannst du alles nutzen, ne? Also hier ist über dann Medien, automatisch, ne? Dann hier. Ist eh gekoppelt und dann brauchst du einfach nur sagen, was du hören willst, ne? Ist schon genial. Perfekt. Okay. Ne? Legt immer gleich los. Ne? Okay. Hier hast du natürlich auch Touch. Das ist hier auch der Touch, wenn ich hier hin und her reibe. Das ist der gleiche Touch. Mhm. Einfach, wo man hin möchte. Ne? Oder eben halt als Schnellzugriff Telefon, Navi, Radio, Einstellung, gehe ich ruhig mal im Reinen. Dann
siehst du auch schon, dass alles aktiviert ist, ne? Spurhalteassistent ist an, Head-Up-Display müsstest du auch schon sehen, schimmert da vorne, Lenkassistent ist an und beide Alarmanlagen sind momentan scharf. Okay. Solltest du mal auf dem Auto Reise zu gehen, wo du nicht drin sitzt oder auf eine Fähre, muss der Abschleppschutz ausgeschaltet werden, sonst hörst du, was der Wagen macht, ne? Genau. Oder, ja, es ist so, ne? Oder schließt du jemanden ein, hier Kind oder Hund oder oder den Schwiegervater, weiß der Däubel, und der bewegt sich, dann geht der Innenraumschutz los, ne? Ja, also Carsten hat sein Fahrzeug übernommen, Carsten wurde eingewiesen in sein Auto und was denkst du, alles richtig gemacht? Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht und ich hoffe, dass ich viel Freude haben werde die nächste Zeit und muss auch da wirklich nochmal einen herzlichen Dank loswerden an verschiedene Personen und ich will da wirklich auch bei meinem Verkäufer anfangen in Brandenburg, der mich da so wirklich auch von Anfang an begleitet hat und mir die ersten Informationen auch wirklich gegeben hat zur Bestellfreigabe. Er hatte mich also dann wirklich sehr aktiv da unterstützt. Wie gesagt, da Jörg, herzlichen Dank. Also auch ganz kurz, auch da, du hast tatsächlich einen Verkäufer, auch da gibt es ja immer Gerüchte, du hast einen Verkäufer, der steht auch hinter E-Mobilität und der steht auch hinter dem EQC. Ja, muss ich wirklich so sagen und da merkt man also, dass da also auch wirklich bei vielen Verkäufern hoffentlich ein Umdenken eben stattfinden wird und und hat mich da also wirklich an der Stelle gefreut, dass wir uns da beide gemeinsam eben da so ein bisschen vorangebracht haben. Ne? Ich hatte manchmal ein paar Informationen mehr als er und er hatte wieder gute Informationen. Also wir hatten uns da wirklich ergänzt und so, dass also wirklich diese ganze Vorfreude jetzt auf diese heutige Übergabe, dass die also wirklich echt perfekt war. Ne? Sehr schön. Und natürlich auch noch ein herzliches Dankeschön an die vielen fleißigen Hände, die dieses Fahrzeug hier im Werk Bremen zusammengebaut haben in dieser tollen Qualität. Und auch an das Team, was das mir heute ermöglicht hat, überhaupt dieses Fahrzeug hier entgegenzunehmen und auch, wie gesagt, mit dir hier zu sitzen und da einfach mal auch drüber zu berichten gegen all diejenigen, die in der Vergangenheit dieses Fahrzeug, ja, wie soll man sagen, schon ein bisschen durch den Dreck gezogen haben, durch den Kakao, in den Medien waren verschiedene Berichte drin, dass es eben wirklich nicht so an dem ist. Mercedes kann liefern, bin ja da nun an der Stelle nun mal der lebende Beweis dafür. Und natürlich eben auch für all die ganzen anderen Kollegen aus der YouTube-Szene, die sich hier mit der Elektromobilität beschäftigen, diese sogenannte Elektromobilitätsblase, da eben, dass man eben hier auch mit ein Zeichen setzt, als Elektromobilist gewissermaßen, da eben den anderen Menschen draußen zu zeigen und überhaupt auch das mit nach außen zu tragen, dass eben die Elektromobilität angekommen ist, dass die funktioniert und dass man keine Angst davor haben braucht. Ja, vor allen Dingen für dich jetzt, du bist ja in der PV-Branche tätig, hast du erzählt und du deswegen auch die Anhängerkupplung, das heißt, du hast auch wirklich vor, damit zum Kunden zu fahren. Und Richtig. Also das war eben wirklich auch mit oberste Priorität, eine Anhängerkupplung. Ich muss öfter mal mit dem Hänger fahren und mein beruflicher Bereich ist eben hier Photovoltaikanlagen zu planen und auch zu errichten. Und habe dann schon mal ein bisschen was zu schleppen und in meinem Umfeld ist das alles sehr, sehr passig, muss ich wirklich sagen, dass ich da gar keine Probleme haben werde oder wo ich nicht drüber nachdenke mit Laden oder nicht Laden, also das reicht auf alle Fälle immer. Und natürlich merke ich eben auch in den ganzen Beratungen, die ich eben hier mache, dass bei den Menschen diese Punkte, diese Stationen, Photovoltaik, also sprich Strom produzieren, diesen Strom sinnvoll zu speichern und nicht billig zu verkaufen und dann eben immer wieder die Fragestellung, was kann ich denn noch alles Schönes mit dem Strom machen? Und dann liegt es halt einfach nahe, Elektromobilität. Und viele Leute fahren halt wirklich 20, 30, 40 Kilometer am Tag. Und warum die nicht elektrisch fahren? Ja. Ja, aber du sagst ja selber, das wird jetzt aktiv mehr. Und Definitiv mehr, ja. Und die Leute haben einfach ein gutes, schönes Gefühl, dann den selbstproduzierten Strom in ihr Auto zu schicken.
Ja, und ich sage nicht umsonst immer, lade doch dein Auto mit der Sonne. Also so gesehen ist das dann, sage ich mal, eine Symbiose, die dann eben ja, alle glücklich machen kann. Ja, sehr, sehr schön. Also für die schöne Anekdote. Ja, cool. Bevor du jetzt also gleich auf dem Weg fährst, eine Frage noch, weil auch das steht ja immer, kein Händler hat ein Fahrzeug und so weiter. Hast du eigentlich überhaupt mal die Chance gehabt, das Auto Probe zu fahren? Soll ich das jetzt wirklich erzählen? Ich bitte drum. Okay, okay. Also in der Tat. Also ich habe das Auto bestellt. Kann man vielleicht nicht nachvollziehen, aber es war wirklich so. Ich habe das Auto bestellt, ohne vorher einen Kilometer oder einen Meter jemals gefahren zu sein. Nicht mehr drin gesessen. Ich habe nicht mehr drin gesessen. Und ich hatte dann aber die Gelegenheit über Mercedes am Formel E-Rennen in Berlin im letzten Jahr 2019 dran teilzunehmen. Das war aber nach der Bestellung schon, oder? Das war nach der Bestellung. Okay. Der Auftrag war platziert? Der Auftrag war platziert gewesen. Das war ja im Mai die Bestellung. Mhm. Und das Formel E-Rennen war Anfang Juni. Ah. Ja, also waren knapp 4 Wochen dazwischen. Und jedenfalls kurzum hatte ich die große Ehre für Mercedes-Benz, den EQC auf der Rennstrecke, der Formel-E-Rennstrecke in Berlin, Probe zu fahren. Und nicht nur einfach so Probe zu fahren, sondern in der Tat im Renntrim zu fahren. Da vor versammelter Mannschaft, da in den Pausen, die da gewesen sind. Und konnte da mich also wirklich nicht nur überzeugen von den Fahreigenschaften, die ja schon ein bisschen anders waren als im normalen Straßenverkehr. Aber das war eine Faszination, die lässt mich also bis zum heutigen Tag, lässt mich da nicht los. Und ich denke da eben sehr, sehr gerne dran und hat dann in dem Moment, das muss ich also mit Fug und Recht sagen, umso mehr bestärkt, diese Bestellung ausgelöst zu haben für den Mercedes EQC. Ja, das glaube ich, ja. Und natürlich dann eben auch die Freude, dieses Fahrzeug hier heute von euch entgegenzunehmen. Ja gut, tolle Story. Echt, muss man ganz ehrlich sagen. Also bin ich auch ein bisschen neidisch, also ein bisschen mehr. Also kann ich nachvollziehen, war garantiert ein geiles Event. Und ja, ist schön, dass es dich da erwischt hat, dass wir uns kennengelernt haben. Für dich geht's jetzt tatsächlich jetzt nach Hause, damit ihr heute Abend zum Abendessen zu Hause seid natürlich. Genau. Ja, von daher, Carsten, also es hat mich super, super gefreut, dass du mich angeschrieben hast. Auch nochmal Dank ans Kundencenter in Bremen hier, dass wir das hier so begleiten durften, ja, filmen durften und so weiter. Ist richtig toll geworden hier, finde ich auch. Hier im Südflügel das Fahrzeug zu übernehmen hier. Ich schicke dich jetzt gleich auf die Reise. Ich wurde eingewiesen am Rolltor. Okay. Und ja, ich wünsche dir super viel Spaß mit deinem Auto. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Berichte gerne, mal, wie die natürlich. Heimfahrt war natürlich. Ne? Natürlich. Und ja, ich wünsche dir super viel Spaß mit deinem Mercedes EQC, Carsten. Dankeschön, Stefan. Danke. Vielen Dank. So, das war's jetzt. Und der Carsten tritt jetzt die Heimreise an Richtung Brandenburg. Und ja, begleiten wir ihn mal nach draußen. Carsten ist jetzt auf dem Weg nach Berlin, na, nicht ganz Berlin, Brandenburg an der Havel. Ich wünsche ihm eine gute Fahrt, super sympathischer Mensch und ja, wenn euch das Video gefallen hat, da wisst ihr genau, abonniert meinen Kanal, gebt mir den Daumen hoch und vergesst die Glocke nicht, damit ihr stets informiert werdet, wenn es neues Material von mir gibt und das ist eigentlich wöchentlich so. Also, danke fürs Zuschauen und bis bald.